Wie bereiten Sie denn hier die Studenten auf ihre Zukunft vor? Ich glaube, es ist, sich mit Zukunft auseinanderzusetzen, ist immer eine Mischung zu finden zwischen systematischem Vorgehen und kreativem Vorgehen. Und das in der Praxis zu üben, also die Systematik zu haben und auch die kreativen Phasen zu haben, das ist das Spannende. Und ich glaube, das versuche ich dann da auch zu vermitteln. Welche Methoden werden denn hier jetzt genau gelernt? Also ich als Laie denke auch bei Zukunftsforschung immer als erstes so an Statistik, aber ich nehme mal an, das ist der völlig falsche Weg, oder? Ja, es ist so, dass wir uns hier im Kern um Zukunftsszenarien kümmern. Also darum, wie man Zukunft nicht nur in eine Richtung denkt, sondern in mehrere Richtungen. Und wie man es auch schafft, unterschiedliche Entwicklungen zu vernetzen, um zu sagen, was könnte sich untereinander in der Zukunft wie beeinflussen. Was könnte sich wie beeinflussen, klingt für mich jetzt erstmal auch, es gibt nicht nur die eine Zukunft, sondern ich muss mich direkt immer auf mehrere Zukünfte vorbereiten. Das ist genau der wesentliche Punkt. Also sich nur auf eine Zukunft zu fokussieren, führt in den allermeisten Fällen zu Fehlprognosen. Und insofern braucht man erstmal so ein Denkwerkzeug, wie es Szenarien sind, um eben unterschiedliche mögliche Pfade erstmal gedanklich zu verankern. Man kann später durchaus eine Bewertung vornehmen und sagen, ich glaube eher an dieses und weniger an jenes Szenario, aber ich muss mich vorab geöffnet haben und diese, wenn man so will, Landkarte der unterschiedlichen Zukünfte einmal entworfen haben. Wenn Sie so eine Landkarte entwerfen, was sind denn so die Parameter? Können Sie mal kurz zusammenfassen, wie jetzt, als Beispiel hatten Sie ja gerade die Parteien in Deutschland, wie die sich so entwickeln werden, so nach welchen Kriterien, wo setzt man an, so in Grundzügen, wie funktioniert dann sowas? Also es ist natürlich wichtig, dass man erstmal einen breiten Radarschirm hat, dass man sich nicht nur auf einzelne Bereiche fokussiert, sondern die eigene Branche, das eigene Themenfeld genauso einbezieht wie übergeordnete Entwicklungen. Und dann sind es im Grunde genommen drei Phasen. Man macht sich Gedanken, was die wesentlichen, sagen wir mal, Fragen an die Zukunft sind, die sogenannten Schlüsselfaktoren, um dann im zweiten Schritt zu überlegen, wie die sich entwickeln könnten, also die Alternativen zu beschreiben. Und diese Alternativen, die bilden dann wieder die Bausteine, aus denen Szenarien zusammengesetzt werden. Heißt das denn, wenn ich diese Szenarioforschung erlernt habe, kann ich diese Methode auf alle möglichen Themen in der Zukunft anwenden? Also ob es jetzt um Parteien geht, wie die sich entwickeln oder wie sich die Bierbranche entwickelt oder ob der E-Roller sich durchsetzt, ist völlig egal. Die Methode ist immer dieselbe und ich kann eigentlich für alle Bereiche was entwerfen? Im Grunde genommen ist das so. Wenn es ein Themenfeld ist, das sozusagen weit genug in die Zukunft schaut, also für das es auch alternative Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Und je komplexer eine Fragestellung ist, desto sinnvoller ist es dann auch mit Szenarien zu arbeiten, weil man eben diese unterschiedlichen Bereiche auch miteinander verknüpfen kann. Die Studenten, die jetzt hier ihr Studium beendet haben, was für eine Zukunft haben die denn genau? Also ich hätte jetzt ganz klischeehaft gedacht, gut, die gehen sehr wahrscheinlich doch alle in die Wirtschaft, weil die Unternehmen ja wissen wollen, wie sehen die Märkte der Zukunft aus, wo investiere ich mein Geld? Ich glaube, dass das ein sehr, sehr breites Feld mittlerweile ist. Wir merken das ja auch an denjenigen, die bei uns Zukunftsthemen nachfragen. Das sind natürlich Unternehmen, das sind aber nicht mehr nur die großen Unternehmen, das sind auch mittelständische Unternehmen. Das sind auch öffentliche Institutionen, das können Regierungen sein, das können Organisationen sein. Und es gibt ja auch im zivilgesellschaftlichen Bereich viele Fragestellungen, die sicherlich sinnvollerweise etwas mehr Zukunftsorientierung vertragen könnten. Okay, das heißt konkret, wer wendet sich denn an Sie, wenn Sie das jetzt andeuten? Ja, das, ich sag mal, von einem Ministerium über eine Frontex beispielsweise bis hin zu so einem Deutschland 2030 Projekt, in dem sich dann wirklich zivilgesellschaftliche Akteure zusammengetan haben, um über Zukunft nachzudenken. Und das wären alles Beispiele jenseits der Unternehmen. Und da gibt es natürlich auch die verschiedensten Branchen, die dann solche Themen aufgreifen. Prinzipiell habe ich immer die Vorstellung, dass Zukunft von jungen Menschen wesentlich lieber
organisiert wird oder die jungen Menschen viel eher bereit sind, in die Zukunft zu gucken als ältere Menschen. In Deutschland ist es leider Gottes ja so, dass wir eine eher alte Gesellschaft sind, dass insbesondere in den Chefetagen, ob in der Politik, der Wirtschaft, eher ältere Menschen sitzen. Wie schwer ist das eigentlich in der Praxis, dann solche Leute noch davon zu überzeugen, doch noch mal den Schritt zu gehen und auch 20, 30 Jahre vorauszudenken? Ich glaube, dass die allermeisten schon einen gewissen Wunsch haben, sich mit solcher mittel- und längerfristiger Zukunft zu beschäftigen. Es kann den Effekt geben, dass jemand, der sehr erfolgreich ist und diesen Erfolg vielleicht nicht mit den Methoden der Zukunftsforschung gewonnen hat, sich dann eher auf die Methoden stützt, die ihn so erfolgreich gemacht haben. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass gerade auch ältere Führungskräfte häufig so einen gewissen Wunsch haben, auch vielleicht sogar noch mal über ihre aktive Schaffenszeit hinauszudenken und solche Aktivitäten initiieren. Also es gibt ganz unterschiedliche Konstellationen, die jemanden dazu bringen können, zu sagen, jetzt lege ich das Tagesgeschäft mal für eine gewisse Zeit oder ein Stück beiseite und denke daneben auch über die Welt in 10 oder 15 Jahren nach. Ich hatte den Eindruck, dass in Deutschland Zukunftsforschung ein bisschen das Klischee hat von in die Glaskugel gucken, wahrsagen, was Esoterisches vielleicht sogar anhaftet, während insbesondere im asiatischen Raum sowas viel schneller angenommen wird. Wie würden Sie die kulturellen Unterschiede vielleicht auch beschreiben, die es weltweit in Bezug auf die Zukunftsforschung gibt? Ich glaube, dass es historisch schon im deutschsprachigen Raum Berührungsängste gegeben hat zwischen Zukunftsforschung und, sagen wir mal, Business und Management. Das hat sich aber in den letzten Jahren geändert. Also diese Probleme bei der Berührung, die sind nicht mehr da, sowohl von der einen wie von der anderen Seite. Also sowohl Unternehmen gehen sehr viel offener auf die Akteure der Zukunftsforschung zu, als auch andersherum. Die Zukunftsforschung öffnet sich und hat sich stark geöffnet für wirtschaftliche Fragestellungen. Also insofern glaube ich, da ist dieser klassische Gegensatz, den es tatsächlich im deutschsprachigen Raum gegeben hat, der ist eigentlich weitgehend überwunden. Aber ist es nicht ein Gegensatz, wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen wir China, die immer sehr klare Pläne haben, was sie in den nächsten 5 Jahren schaffen wollen? Und bei mir ist der Eindruck zurückgeblieben, ja, im Moment investieren sie auch wesentlich mehr in Zukunft, als das zum Beispiel die Europäer tun. Sind die besser für die Zukunft gewappnet auf ihre Art? Ich glaube, das geht über das Thema Zukunft ja noch hinaus. Wie viel strategische Planung oder strategisches Denken wird eigentlich umgesetzt? Und da hat man ja teilweise, sagen wir mal, in den europäischen und offenen Gesellschaften den Eindruck, dass das operativer ist und weniger strategisch und weniger vorausschauend. Und daraus resultiert ganz sicherlich eine ganz wesentliche Herausforderung für uns, nämlich Zukunft zu einem Thema auch im offenen Diskurs zu machen. Also nicht nur in Vorstandsetagen und Ministerien, sondern es im Grunde genommen dafür zu sorgen, dass in der Breite auch in einer offenen Gesellschaft über Zukunft diskutiert wird. Und dann, glaube ich, sind wir wieder handlungsfähiger auch in solchen, dann werden wir automatisch strategischer agieren. Und insofern ist Zukunft so ein bisschen der Hebel, um dann auch strategische Themen besetzen zu können. Wenn Sie mir eine Aussage darüber machen könnten, was glauben Sie 2035, was wird so das Thema sein, wo es die größte Veränderung für die Gesellschaft gegeben hat? Also ich glaube, dass es einfach Themen gibt, die ganz stark auf die Agenda kommen. Und so wie man heute aller Orten über Digitalisierung spricht und etwas Technologisches meint, in der Regel wird, glaube ich, die Technologie ein Stück in den Hintergrund rücken und es werden andere Fragen aufkommen,
Das wird was mit Klimawandel zu tun haben, das wird aber auch etwas mit dem Wirtschaftssystem zu tun haben, das wird etwas mit der Frage zu tun haben, welche Rolle Arbeit eigentlich spielt in der Zukunft. Und dann ist es notwendig, diese Themen auch zusammenzudenken. Und natürlich auch mit Technologie, aber wir werden diese einseitige Orientierung auf die technologischen Themen, die werden wir überwinden. Aussagen über die Zukunft zu machen, ist ja sehr wahrscheinlich im Laufe der Jahrzehnte eigentlich immer schwieriger geworden, glaube ich, weil sich die Entwicklungen insbesondere im technischen Bereich auch so wahnsinnig beschleunigt haben. Also wer hätte vielleicht noch vor 10 Jahren gedacht, dass es jetzt Amazon, Facebook, Google sind, die mit ihren Unternehmen eine solche Marktmacht erreicht haben. Was würden Sie sagen, wieder nehmen wir 2035, wie geht es diesen Unternehmen dann? Das ist eine der ganz spannenden Fragen, denn diese führenden Unternehmen, die ändern sich alle 10, alle 15 Jahre dramatisch. Und heute hat man den Eindruck, dass alle glauben, die Zukunft wird von Google und Amazon geprägt sein. Und so wie sich in den letzten 15 Jahren die Liste der Top-10-Unternehmen nur an einer Stelle gehalten hat, kann es durchaus sein, dass das in 10 oder 15 Jahren auch eine ganz andere Liste ist. Und das können dann Unternehmen aus dem asiatischen Raum sein. Vielleicht sind das auch gar nicht mehr die klassischen Unternehmen, wie wir sie kennen. Vielleicht sind das ganz andere Institutionen in einem ganz anderen wirtschaftlichen Kontext. Also ich glaube, das ist eine der zentralen Fragen. Und auch da zeigt sich, wir müssen eigentlich dieses eindimensionale Denken überwinden.